darf Sie auch recht herzlich begrüßen. Erstmal herzlichen Dank an Manuela Schlöger und mich, Andreas Moller, um ein Markenzeichen in einer Region im Austausch und im Wettkampf mit anderen Städten zu bilden. Wenn man nach Garmisch fährt, findet man dann Geschäfte, die handgenähte Lederhosen machen, handgenähte Schuhe. Eine Firma Andreas Moller, die Haute Couture im besten Sinne des Wortes generiert, schafft und damit ein Aushängeschild für Weiden ist, was viele, viele unserer Bürger noch gar nicht so richtig wahrgenommen haben. Das sind die ist die Frau Schläger auch. Sie haben mit der Manuela, wir sind auch privat ein Paar, das Ganze vor 13 Jahren wirklich in London in einer wahnsinnigen Idee gesagt, wir machen uns selbstständig und das in Weiden. Also wir fangen bei den Wurzeln an, mit der Geschichte im Hinterkopf seit 1882. Wenn man in London sitzt und ein Bierchen getrunken hat, zwei, drei Pints, denkt man, ja, das geht schon irgendwie. Ich habe das Ganze Bespoke Shop genannt. Das Ergebnis dadurch ist eben das, dass ich den Schnitt mache, alles bespreche mit Ihnen und dann das Ergebnis dementsprechend da hinbekomme. Und die Engländer haben das ganz klar sich mit Bespoke das benannt. Und in Deutschland ist es ein bisschen leider verschwommen. Also nennt sich jeder Maßschneider oder Maßschneiderei. Und wenn man genauer dahinter schaut, dann ist kein Maßschneider. Herrschaften bewegt, wie lange wird es denn dauern, bis man, wenn man jetzt heute zur Tür rein spaziert und sagt, ja, ich hätte gerne einen Anzug, wie lange muss man denn rechnen? Bis der Anzug ist, dauert ein bisschen länger, aber in der Regel so 8 Wochen braucht man Vorlaufzeit, um zu sagen, mit den Anrufen, dass es alles hinhaut, dass man es fertig kriegt.